Hi, ich bin Gray Young. Erstmal danke, dass du dir die Zeit nimmst, mein Video zu gucken und dich dafür interessierst, was heute bei mir so abgeht. Ich war heute in einem Laserinstitut. Es geht um meine Tätowierungen. Ich habe ja viele, kann man ruhig sagen. Und ich bin, ich sag mal, zu 99% mega, mega happy damit. Wenn es euch interessiert, dass ich mal ein Video zu den einzelnen Motiven halt mache und euch mal erzähle, was steht hinter jedem Motiv, was ist die Geschichte zu jedem Motiv und was sind die Motive, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare unter meinem Video. Gebt dem Video auch einen Daumen hoch, dann weiß ich, dass ihr diesen Inhalt auch sehen wollt. Dann setze mich hin und drehe das Video für euch. Natürlich. Also, in dem heutigen Video geht es um eine Tätowierung. Das war mit die erste, die ich habe machen lassen. Ich bin vielleicht eher ein atypisches, untypisches Beispiel, weil meine erste Tätowierung habe ich mit 31 Jahren machen lassen. Was wahrscheinlich, ich weiß nicht, was das Durchschnittsalter ist für jemanden, der sich tätowieren lässt. Ich denke mal, das wird so Anfang 18, zwischen 18 und 20 sein. Da bin ich auf jeden Fall nicht der Normalo, sondern eher wahrscheinlich eine Ausnahme. Und ich kann diese Tätowierung euch jetzt gar nicht zeigen, weil da jetzt gerade ein Verband drauf ist. Die Tätowierung befindet sich nicht, ich habe keinen Arschgeweih. Ich habe auch gar nichts Schlimmes wirklich und auch keine ungewöhnliche Körperstelle, die jetzt behandelt wurde. Es ist nicht der Arm, es ist nicht dieser Arm, es ist nicht der Rücken. Am Hintern habe ich keine, an den Beinen auch nicht, sondern es ist auch nicht die Brust. Also hier habe ich noch einen Piraten, aber ich habe direkt links neben dem Bauchnabel ein Tattoo, einen Stern. Ich habe einen Stern links, ja, über der Leiste. Der ist ungefähr so groß und ich hasse diesen Stern. Also die Geschichte zu den Sternen, ich habe nämlich einen auf dem Schulterblatt, diesen Stern sehe ich nicht, und einen hier vorne. Und warum ich das habe machen lassen, ich wollte quasi als, für mich als Mensch, für meine Zukunft, wollte ich mir durch diese zwei Tätowierungen Orientierung geben. Der Stern, wie so an so einem Himmel, ne, steht ja auch für Orientierung. Da haben früher sich die Seefahrer nachgerichtet und ich habe mir gesagt, ich will einen Stern vorne haben und einen hinten, nämlich für Orientierung in meinem Leben durch einen Blick zurück, was ich erlebt habe und in die Zukunft, was ich vorhabe. Das war so der Hintergrund. Den finde ich ja per se als Geschichte auch cool, aber diese Sterne einfach nicht. Ich habe festgestellt, Sterne sind das asozialste Tattoo, was es überhaupt gibt. Sorry, wenn du auch diesen Stern hast und schön findest, das akzeptiere ich, aber für mich sind Sterne einfach nur schlimm. Ich finde Sterne, Arschgeweihe, Tribals, chinesische Zeichen, Carpe Diem, La Familia, also alles, was so komplett krass unpersönlich ist, finde ich einfach nur ganz, ganz schlimm als Tätowierung. Ich finde, Tattoos sollten einfach Geschichten sein, einen persönlichen Bezug haben und sie sollte nicht jeder quasi kopieren können. Und der Hintergrund ist der, als ich mit 31, also ich war kurz, ich habe meinen 30. Geburtstag erlebt, bin ich ja nach Madrid gegangen, habe dort ja gelebt eine lange Zeit oder längere Zeit und dort waren nur tätowierte Leute. Mikro läuft noch. Und ich wollte unbedingt auch Tattoos haben und ich war da zu dem Zeitpunkt ja wirklich noch completely naked unterwegs. Also ich habe nur Sterne gesehen und ich wollte Sterne haben. Und dann habe ich einen Tätowierer gefunden in so einem Einkaufszentrum. Da hatte ich mein Erstgespräch und den fand ich echt ganz cool. Das war auch ausschlaggebend, glaube ich, dass ich da hingegangen bin. Und dann habe ich mir diese zwei Sterne tätowieren lassen. Und dem vorderen Stern, dem ging es heute an den Kragen. So richtig an den Kragen, weil ich war in Düsseldorf bei Laser Aesthetic. Ich werde euch mal die Website in die Infobox packen. Da könnt ihr dort mal vorbeischauen, wenn ihr euch auch für eine Tattoo-Entfernung interessiert. Ich hatte heute eigentlich nur ein Beratungsgespräch. Das hat mir ganz gut gefallen und deswegen habe ich direkt mit der ersten Behandlung auch gestartet. Ich möchte ankündigen, also ich werde gleich einspielen, wie dieser Behandlungsprozess vonstatten ging. Ist vielleicht nichts für zartbeseitete Personen, also die können dann auch gerne das Video vorspulen. Was dafür spricht, dass es wirklich spontan war, war, dass ich nicht eine besonders attraktive Unterhose getragen habe. Aber dafür war es dann einfach zu spät. Ich habe trotzdem quasi die Assistentin gebeten, mit meinem Handy mitzufilmen. Da bin ich auch mega froh drüber, weil ich finde es schon wichtig, euch auch zu zeigen, wie das vonstatten ging. Und was dort passiert ist, bevor ich dann weiter ins Detail gehe, zeige ich euch jetzt. Also, viel Spaß. Film ab. Wir machen jetzt ohne Betäubungscreme, ne? Stell ich fest. Ohne, ja genau. Aber wie viele Minuten, wie viele Sekunden sind das ungefähr? Die Behandlung dauert
Nein, kann ich auch. Das kannst du auch gerne machen. Besser und schneller. Kann man da auch zu viel kühlen? Nee. Nein, zu viel kühlen. Nein, kann man auch nicht mehr. Also wenn du dann so das über den Verband machst, dann... Da bin ich aber froh, dass ich wirklich nur einen Stern als Outline habe, ne, und nicht vollflächig ist. Ja. Da muss man ja so rübergehen, ne? Aber jetzt werde ich wahrscheinlich nicht so einen großen Unterschied sehen, ne? Also wenn das dann nach 5 Wochen vom Körper abtransportiert ist. Es kann schon ein bisschen anders aussehen. Also das dein ist nach, bei mir nach einem Mal. Das hier? Das war auch Spaß. Ja. Also bei dir war die Intensität ein bisschen, ja, das war ein bisschen intensiver. Deswegen würde ich sagen, bei dir wird man sehen, dass das Tattoo nicht mehr so tief schwarz ist. Das wird eher so grauschwarz, ja? Kannst du die Muskeln? Vielleicht am Ende, also die Eckchen werden schon ein bisschen dünner oder blasser. Aber grundsätzlich, das wird nicht halb entfernt. Ne? Also, das wird ein bisschen gut gemeint hier. Da kriegst du Handvernunft. Aber alles dicht. Zumindest habe ich mein Haar noch mal ein bisschen gestutzt. Das war jetzt sehr spontan. Ja, also wie ich auch schon gesagt habe, es ist nichts für wirklich zartbeseitete Menschen gewesen, dieser Film. Ein Spieler. Und die Schmerzen, ihr habt es gesehen, die waren auszuhalten. Also in dem Beratungsgespräch hat man mir gesagt,
Weil ich meine, ich habe mich in die Materie eingelesen, ich habe mich informiert, die Schmerzen sollen weniger krass sein als die Tätowierung selber. Und da sagt man mir in dem Institut direkt, eine junge Dame hat gesagt, nee, also ehrlicherweise, ich habe das selber ertragen bei einigen Tattoos und die Schmerzen sind krasser. Ist so, okay. Wobei, mir ist es lieber, man sagt mir, sie sind krasser und ich stelle mich auf was Schlimmes ein und dann wird es weniger schlimm, finde ich besser als andersrum. Dann ne, dort Platz genommen, die Bälle gedrückt und ich habe die von Anfang an gedrückt. Und dann war es für mich auch einfacher auszuhalten, ich habe auch keine Pause dann gemacht, sondern ich habe es einfach durchgezogen. Aber das habt ihr ja gesehen, muss ich ja nicht sagen. Vielleicht noch so ein paar Key Facts oder Fakten zum Thema Tätowieren in Deutschland. Ich habe das alles mal mir zusammen recherchiert. In Deutschland geht man davon aus, dass ca. 12% der Menschen, die ihr Leben tätowiert sind. Was finde ich mittlerweile schon krass viel ist. Ich habe es ja damals auch irgendwie gemacht, weil es was Besonderes war. Und heutzutage, also rechnerisch jetzt nicht, aber gefühlt ist es ja so, du bist eigentlich besonders, wenn du nicht tätowiert bist. Es gibt ja immer einen Trend und darauf folgt ein Gegentrend. Um euch zu beruhigen, ich habe garantiert nicht vor, mir diese ganzen Tätowierungen auch noch wegmachen zu lassen, weil ich habe sie mir bewusst ausgesucht. Jedes Motiv hat eine Geschichte und an die will ich gar nicht ran. Aber diesen Stern, der muss einfach weg. Bei jedem Duschen, wenn ich danach in den Spiegel gucke oder wie auch immer in der Umkleide mir neue Sachen kaufen will, die ich anprobiere, ich sehe immer diesen fucking Stern. Und ich hasse Sterne. Ich weiß auch nicht, was mich damals geritten hat, aber wenn man jung ist, jung war ich da nicht. Wenn man jünger ist, macht man Fehler. Und ich bin froh, dass es das gibt. Ich bin gespannt, ob wir oder ich es auch erreiche, dass das Tattoo am Ende komplett verschwindet. Weil jetzt mal so ein paar interessante Fakten zu nennen. Mit einer Sitzung ist es natürlich nicht getan. Und das Prozedere ist ja so, dass ein Laser, der hat ja bestimmte Lichtwellen, dieser Laser trifft dann auf die Farbpigmente der Tätowierung. Die Tattoofarben werden ja oftmals oder eigentlich in der zweiten Hautschicht platziert. Das heißt, der Laser schießt die Farbpartikel in der zweiten Hautschicht an mit einer sehr hohen Energie und daraufhin platzen die Farbpigmente auf. Ja, die explodieren quasi aufgrund der Hitze und werden dann über jetzt bei mir im Körper über die nächsten Tage und Wochen über das Lymphsystem quasi abtransportiert und aus dem Körper ausgeschieden. Das ist so ein bisschen so die Theorie. Deswegen muss ich jetzt auch viel trinken, deswegen muss ich jetzt auch viel kühlen, deswegen muss ich mal kurz das Kühlpad hier mal wieder drauflegen. Einfach damit sich keine Blasen bilden und die Wundheilung direkt startet. Ja. Also am ersten Tag soll man ganz, ganz viel kühlen, das mache ich auch. Es war erträglich, ich merke es jetzt kaum, dass da was ist, aber ich habe zum Glück auch nur diese Outline. Also was wäre jetzt ein vollflächiges Tattoo, müsste auch mehr verbrannt werden und mehr Farbpigmente zur Explosion gebracht werden. Ich glaube, da merkt man es halt schon eher. Ich bin gespannt, wie sich das in den nächsten Wochen entwickeln wird. Ich werde mir ein bisschen auch Ruhe gönnen und es ist angedacht, dass man schon mindestens 6, aber schon eher so 10, 12 Sitzungen braucht, ja, bis man ein zufriedenstellendes Ergebnis hat. Das hängt immer von ganz vielen Faktoren ab. Wie gut wurde das Tattoo gestochen? Welche Farben wurden verwendet? In dem Fall ist es gut, wenn man schwarze Tätowierungen hat, weil andere Farben kriegt man nicht so gut weg. Da muss man wieder andere Laser nutzen. Es ist auch so, das habe ich nochmal ergoogelt, wenn man blau tätowiert hat, kann es sein, besteht das Risiko, dass durch die Lasereinwirkung und durch diese krasse Energie, die auf das Farbpigment, auf das blaue Farbpigment trifft, dass das daraus dann als chemische Reaktion Blausäure entsteht und die ist natürlich sehr toxisch und giftig für den Körper. Also es ist uns schon sehr, habe ich heute in meiner Recherchephase, bin ich darauf gekommen, ein sehr umfassendes, komplexes Thema. Und bei jedem körperlichen, chirurgisch ist es ja nicht, aber bei jedem Eingriff, der hat Risiken. Und auch eine Tattoo-Entfernung hat Risiken. Es kann Narbenbildung geben, es können Wundheilungsstörungen auftreten. Deswegen bin ich froh, dass dieser Stern nicht farbig ist. Also, ich bin froh, das ist einfach nur eine schwarze Outline. Und was ich noch sagen wollte, ich hatte gesagt, 12% der Deutschen sind tätowiert. Oder andere Statistiken sagen, jeder 8. Deutsche ist tätowiert. Statistisch betrachtet, das fand ich interessant, sind es eher die Frauen, die sich tätowieren lassen, als die Männer. Und es gibt in Deutschland ca. 20.000 Tattoo-Studios. Man geht davon aus, dass es in Deutschland dann so, das kann man sich ja ausrechnen, ca. 12 Millionen Tätowierte sind. Und gemäß von repräsentativen Umfragen
spielen ca. 700.000 Leute mit dem Gedanken, sich das Tattoo entfernen zu lassen. Die Laserbehandlung ist quasi der Goldstandard einer Tattoo-Entfernung. Und ich hoffe, dass das alles gut ausgeht und ich werde es euch natürlich auch daran teilhaben lassen in diesem Prozess, der sich jetzt über mehrere Monate hinziehen wird. Und ich hoffe, dass ich vielleicht nach 6, 7, 8 Behandlungen durch bin und eine Behandlung bei diesem Institut, bei der Größe meines Sterns, weil die Kosten richten sich danach, wie groß das Areal ist und ich glaube auch wahrscheinlich, welche Farben verwendet werden, ist angesetzt bei ca. so 150 Euro. Ich habe mit dem Institut gesprochen und was ich rausholen konnte, ist, dass wenn ihr dorthin geht und das Codewort Grey Young nennt, dass ihr dann quasi auf eure Behandlung einen Rabatt bekommt von 20%. Insofern habe ich mich dafür eingesetzt. Das heißt, besucht das Institut gerne, lasst euch beraten, wenn ihr ein gutes Gefühl habt, so wie ich es hatte, macht es und gönnt euch 20% weniger Kosten. Insofern hoffe ich, es war interessant für euch. Ihr habt euer Wissen aufstocken können zum Thema Tattoo-Entfernung. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich beantworte jeden Kommentar, das wisst ihr. Ich liebe es, wenn jemand einen Daumen hoch gibt für mein Video. Und ja, falls du meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltest, tu es. Tu es einfach. In diesem Sinne, lebt euer Leben, denn wir haben nur das eine, euer Grey.